Wort D. Der Schatten des Fingers taucht oben aus dem Kernschatten der Karte nach oben. Die Lichtquelle ist ausgedehnt. Der obere Strahl der Lichtquelle läuft an der oberen Kante der Weihnachtskarte vorbei und trifft auf die Wand. Da kein Strahl der Lampe einen tiefer liegenden Punkt auf der Wand erreichen kann, ist dieser Punkt das obere Ende des Kernschattens der Karte. Der untere Strahl der Lichtquelle läuft ebenfalls an der oberen Kante der Karte vorbei und trifft auf die Wand. Da alle Wandpunkte oberhalb von allen Strahlen der Lichtquelle ungehindert getroffen werden, ist es oberhalb dieses Wandpunktes hell, unterhalb liegt der Halbschatten. Wenn der Weihnachtsmann nun seinen Finger zwischen Karte und Lampe von oben nach unten bewegt, kann der oberste Strahl der Lampe nicht mehr die Wand erreichen. Der Strahl, der so gerade an der unteren Fingerspitze und der oberen Kartenkante vorbeiläuft und auf die Wand trifft, geht von einem tieferen Punkt aus, trifft also die Wand an einer höheren Stelle. Der Kernschatten dehnt sich also nach oben aus.